Lass mich überlegen. Hier irgendwo müssten doch noch Gegner sein. Oder habe ich die schon? Nee, da ist einer. Hallo. Himmel. Genau. Und das ist halt der Grund, warum mir die Erfahrungspunkte so wichtig sind. Weil es halt hier und da mal entscheiden kann zwischen Aufstieg oder kein Aufstieg. Und ja, auch wenn das jetzt nicht elementar ist, wären wir trotzdem noch nicht aufgestiegen, wenn ich diese extra Erfahrungspunkte nicht besorgt hätte. Wir legen uns jetzt einfach mal kurz bei den Bauern hier hin. Das heißt kurz, mal kurz nach da hinten latschen, ist auch nicht so kurzfristig. Ach so, ja, warte, ich kann ja auch einfach. Als ob du mich aufhaken kannst. Hey, du! Hey, du! Du Stress, Verschwinde, Alter. Ach, geh mir nicht auf den Senkel. Hab ich ja wohl oft genug umgehauen. So. Hey, du hast da drinnen. Ne? Genau, und dafür auf der anderen Seite verschone ich Bauern. Ne? Also, ich hab. Prioritäten, ganz klar Prioritäten. genau. Ja. Ich habe eigentlich auch so ziemlich alle platt gemacht. Das einzige wäre halt noch im alten Lager so direkt am Haupteingang. Da gibt es ja auch nochmal die Möglichkeit, wie heißt der gute Bloodwin und so, die alle umzuhauen, die da halt immer so fesch in der Gegend rumstehen. Ist aber halt ein Riesenhaufen, aber du hast ja auch gesehen, also es ist nicht mehr so das Riesenthema. Von daher, ja, kann man machen. Muss man nicht, kann man aber. Man muss hier gar nichts, ne? Also es ist im Prinzip hast du wirklich hier noch viel, viel Narrenfreiheit, finde ich jedenfalls. Du kannst doch viele deiner Punkte einfach investieren in irgendwas, Punkt. Und ja, bist da nicht gezwungen. Oh, es ist alles so schön hier. Bist absolut nicht gezwungen, überhaupt irgendwas ja, zwangsläufig machen zu müssen, damit. Also du kannst im Prinzip den guten Kollegen hier nicht verskillen. Das ist hier nicht. Du kannst einfach ein paar Sachen ausprobieren und wenn da einfach Sachen dabei sind, die du nicht magst, ja, dann ist nicht schlimm. Nächstes Level up und gut ist. Du schaffst das. Da 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 da. Ja, wir waren auch nichts mehr. Sup, 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 sup. Okay. Jetzt nervt mich das Licht. Jetzt nervt es. Aber gut. Also wir sind uns gleich beim Haupteingang. Hey, gut, dass du da bist. Taurus will dich sprechen. Was will er denn? Das wird er dir schon selber sagen. Warum ist denn hier Wasser? Hat jemand irgendwie. Es ist Überschwemmung. Oh, ist schon okay. So, ich würde es gerne mal probieren. Gucken, wie weit ich komme. Stimmt nicht allzu weit, aber.
Yikes, hallo. Beruhigt euch mal, die Kollegen hier. Der hat genug. Noch einmal, und du kannst was erleben. Vergessen wir unseren Kleinen. Ich vergesse dich gleich. Wer hat denn auf mich geschossen? Irgendwer war wer? Ich hab die doch alle. Wer schießt auf mich? Du doch garantiert nicht. Immer wieder diese Obwohl einer von euch könnte es durchaus. Du vielleicht sogar. Ah, das ist doch alles Mist. Naja, gut. Aber jetzt können wir natürlich gerne schauen, was hier Tolles ist. Hochverehrte Erzbarone, geehrte Garisten, Schatten und Butler, ich präsentiere Ihnen In Extremo! Mit dir im Morgen in Anzolon Ubran, in Anfoklana Böja des Junga, Belga Trolle. Beeindruckend, nicht wahr? So, genau, wir haben 20 Erfahrungspunkte und die brauchen wir halt auch, also 19 zumindest, um einfach unsere Stärke erstmal. Kannst du mir was beibringen? Ja, bei mir kannst wir sehen du lernen, gleich aus. Ist das nicht toll? Oder deine Kampfkraft zu steigern. Ja, durchaus. Also 5, 10... 15. Und du bist das am Ende deiner Möglichkeit. Machst du nicht. Ich weiß, ich weiß. Ja, ich mach erstmal 4, 2, 3, 4 und dann habe ich noch einen übrig. Den kann also noch einmal geschickt. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Dein Geschick im Umgang mit Bögen und Armbrüsten ist schon besser geworden. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Nicht so viel. Mach's gut. So, also wenn wir jetzt gucken, wir haben jetzt 100 Stärke. Genau. Und das heißt jetzt eben auch, dass wir Mana interessiert keinen. Also Mana kann ich einfach mal weghauen. Dann Stärke 3 kriegen wir auch gerne. Und Geschicklichkeitsbonus kann eigentlich auch plus 3. Aber ich mag jetzt. Da würde ich halt trotzdem dann irgendwann nochmal. Muss ich mal überlegen. Also wir haben 51 Geschick. Dann haben wir 54 Geschick. Es wird immer blöder. Ich mag es nicht, wenn es so abgebrochene Zahlen sind, sage ich jetzt mal. Sind es halt eben 54. Da muss man halt mal gucken. Weil wir halt jetzt im Prinzip können wir ja nicht mehr allzu viel machen. Ja, ich lasse es erstmal für den Zweifelsfall, dass. So. Weißt du? Diegos Hütte ist soundproof. Ja. Also ich finde auch diese Mod sehr, sehr gut. Die haut nochmal überall andere Texturen rüber. Ich find's gut. Guten Tag, Taurus. Ich rede später mit dir. Ich muss jetzt erstmal zu meinem Sugar Daddy Raven. Ja. Raven. Gucken, ob der wieder irgendwie festhängt in seiner Hütte. Ja, der hängt wieder in seiner Hütte fest. Okay. Ich muss gleich niesen. Ich versuche mich zusammenzureißen. Das muss ja jetzt auch nicht sein. War das hier? Ich habe vergessen. Raven? Da bist du. Ich höre nicht mehr auf das Gefahren. Guten Tag. Richtschwert. Ach, hast du recht. Hallo. Hallo! Hallo! Achtung! Du hast mich sauber besiegt. War ein guter Kampf. Du das sagst. Ich will einen Zwischenbericht abgeben. Gut, ich bin gern gut informiert. Sie wollen die Eier einer Minecrawler-Königin, um daraus ein Elixier herzustellen, durch das sie Kontakt zum Schläfer aufnehmen können. Ich habe die Eier bei mir. Interessant. Bin gespannt, ob die Sache funktioniert. Bring die Eier in den Tempel.
Ich höre gar nicht mehr auf das Gefasel. Joa. Erfahrungspunkte gab es dafür jetzt irgendwie nicht. Ihr wurdet von mir noch nicht platt gemacht? Der Quatsch wird viel. Das werden wir noch mal sehen. Erstmal abwarten. Das passiert mir nicht nochmal. Warum weckst du mich? Das ist entschuldige, kann ich ja nichts dafür, wenn du ja, gut, alles hörst. So, dann wollen wir mal. War das hier? Bin mir nicht du sicher. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Wenn du das sagst. Ja. Da ist die gute Velaya. You're not allowed to talk to us. Das ist, ja. Naja, gut, also es die kann gute, schon sein. Der wir. Ich halte mich da lieber raus. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Na, die vom Anfang, die halt in die Mine geworfen wurde. Also sie ist hier tatsächlich mal. Gucken, ob wir jetzt so drehen können. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Die ist ein bisschen fertig. Kann ich auch verstehen. Also mit Gomez, ne? Oh Gott, der hat auch so einen Thron. Der macht bestimmt ganz furchtbare Sachen. Nee, das noch nicht. Ich glaube kaum, dass ich. Noch nicht. Okay, das noch nicht. Jutti, ich kann auch mal. Ich komme wieder. Also manchmal findet man sie auch badend. Das können wir auch machen, guck mal. Nee, du möchtest nicht. Man muss eben okay. Aufpassen. Aber in der Regel ist sie auch da drin. Aber jetzt ist sie gerade im Bett. Fertig mit der Welt. Jutti, dann wollen wir mal mit Toros schnacken, ne? Ich dachte, für Gomez. Du wolltest mir etwas mitteilen. Ja. Durch das, was du in der Mine getan hast, hast du nicht nur deine Tapferkeit, sondern auch deine Stärke und deine Fähigkeit im Kampf unter Beweis gestellt. Ich bin bereit, dich in die Reihen der Gardisten aufzunehmen. Ich gebe dir eine Chance. Wie sieht's aus? Ja, klar, warum nicht? Ich interessiere mich für den Weg der Magie. Ich hab's geschafft, jetzt bin ich Mitglied im Lager. Ich hab's geschafft, jetzt bin ich Mitglied des Lagers. Herzlichen Glückwunsch, Kleiner. Ab jetzt hältst du dich am besten an Diego, zu Gomez oder Raven. Solltest du nur noch gehen, wenn du was wirklich Wichtiges zu sagen hast. Genau, also jetzt kann man quasi auch sagen, nee, Kinder, ich will eigentlich Feuermagier werden. Will ich aber nicht, ne? Wir wollen Gardist werden. Das freut mich. Doch zunächst, es gibt da ein paar Dinge, die ich jedem Neuen sage. Pass gut auf. Denn ich sage sie nur einmal. Bisher hast du versucht, auf eigene Faust zu landen. Damit ist nun Schluss. Meine Jungs halten zusammen. Wir Gardisten beschützen die Erzbarone. Das Erz, das Lager und die Mine. Die Butler schürfen das Erz. Aber wir sorgen dafür, dass sie nicht von den Crawlern gefressen werden. Die Barone verhandeln mit dem König. Aber wir decken ihren Arsch dabei. Wir stehen Tag und Nacht in der Mine. Wir stehen Tag und Nacht an den Toren des Lagers und passen auf, dass alle ruhig schlafen. Als wir hier angefangen haben, da waren wir frei. Aber wir haben uns beraubt. Wir alle haben hart dafür gearbeitet, uns dieses Leben zu machen. Ich erwarte nur eins von meinen Jungs, dass sie zusammenhalten. Denn nur wenn wir zusammenstehen, dann werden wir das alles behalten können. Dann überleben wir. Alles andere wirst du schon mit der Zeit rauskommen. Halte dich bereit und hilf da, wo gerade Not am Mann ist oder irgendwas zu erledigen ist. Du kannst dir bei Stone deine Rüstung in den Schwert holen. Du findest Stone im inneren Ring, in der Schmiede. Kannst du mich trainieren? Ich kann dir zeigen, wie du deine Geschicklichkeit und deine Stärke verbessern kannst. Ich
Gesellschaft gehört, du bist jetzt einer von uns. Nicht schlecht in so kurzer Zeit. Ja. So, ich hoffe, du konntest wenigstens einigermaßen hören, was der gute Torus gesagt hat. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Das Leben als Gardist wird dir gefallen. If you say so. Genau. Aber das, was er gesagt hat, ist im Prinzip sowieso das, was wir eh nicht tun. Für Gomez. Okay, das ist dein Sinn, ja? Ich halte mich dann. Naja, egal. Wir gehen jetzt zu Stone, der uns liebevoll Arsch genannt hat. Das ist wunderbar. Für Gomez. Jo. Bist du wieder Ärger? Durchaus. Ich brauche eine Rüstung. Torus hat dich in die Truppe aufgenommen. Glückwunsch. Wieder einer mehr, der seinen Hals für Gomez in die Schlinge legt. Na, mir soll's recht sein. Hier, nimm die Rüstung und dieses Schwert. Willkommen bei der Garde. So. Für Gomez. Bist du wieder Ärger? Ja. Ich brauche eine bessere Rüstung. Wenn die Zeit gekommen ist und du genug Erz hast... Hab ich. Ich möchte eine schwere Garderüstung haben. Nur die höchsten Gardisten dürfen so eine Rüstung tragen. Und du bist noch nicht lange genug dabei, fürchte ich. Okay. Ich brauche eine bessere Rüstung. Wenn die... Ich möchte eine normale... Torus sagt, du musst dich erstmal als Gardist be... Wir sehen... Ja, gut. Egal. Hey! Was? Dafür, dass du noch nicht so lange hier bist, hast du es ziemlich weit gebracht. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. Sweet. Du hast sehr viel, was ich gerne hätte. So. Nehmen wir das sind Pfeile. Pfeile will ich gar nicht. Ich will Bolzen. Pfeile kannst du behalten. Guck mal, ich habe ganz viel Zeug für dich. Ab hier. Ein Gardeschwert. Guck mal, wie scheiße das ist. Naja. Wir. 3, 4. 522. Okay, das kriegen wir noch hin. Ich will ihm nicht allzu viel zu viel geben, ne? Muss ja auch nicht sein. Ja. Panzerplatten und Gedöns. Guck mal, Zähne. Zähne sind super. Kann man immer gebrauchen. Und das ist ja auch okay. Danke! So. Ja, die Rüstung mag ich nicht so sehr. Ich glaube, ich bin auch geistig, moralisch und seelisch noch nicht bereit. Und man sieht, also sie ist schon ein bisschen besser, ne? Aber, ne, komm, die 5 ist mir puppelig. Da bleibe ich doch dabei, weiter im Diego-Look rumzulaufen. Also wegen 5, ne? Also später kann man gerne drüber reden, wenn sich das irgendwie wirklich lohnt. Aber aktuell never. Ach, noch eine Sache. Willkommen bei der Garde. Warum habe ich jetzt dafür einen Tagebucheintrag bekommen? Ah, weißt du auch keiner so genau. Für Gomez? Ja, für mich auch. Okay, also von ihm kann ich nur auf 2 Händen lernen. Chico. Für Gomez. Ja. Mach's gut. So. Als das passiert mir nicht so schlimmer Ohrwürmer davon. Ist ja auch nicht zu überhören, ne? Das muss man ja auch mal dazu sagen. So, wir gehen jetzt mal hier links. Voilà. Und ich hoffe, dass ich dir bald zeigen kann, warum. Alter, hier ist alles nass. Ja, es ist halt Monsunzeit gerade. Eindeutig Monsunzeit.